Batgirl steckt in Schwierigkeiten. Sie wurde reingelegt von Pinguin in eine Falle gelockt und jetzt müssen wir hier erstmal wieder rauskommen. Moin, hier ist der Angelus. Willkommen zurück zu Gotham Knights, zum Let's Play. Schön, dass ihr dabei seid in der heutigen Folge. Und sie steht immer noch im Einfluss von irgendeinem Gas und halluziniert hier wahrscheinlich auch ein bisschen. Vielleicht ist es das gleiche Gas, ähnlich wie das von Scarecrow. Dann würden wir hier noch vielleicht sehr interessante Dinge sehen. Schauen wir mal, wie das heute weitergeht. Leute, viel Spaß mit Folge 31 heute. Und vielen Dank für den Daumen nach oben in der letzten Episode. So, jetzt müssen wir erstmal durchs Labyrinth. Sie ist noch ganz schön benommen. Erstmal gehe ich nur geradeaus. Ah, jetzt können wir ein bisschen schneller laufen. Hier ist nichts in dem Bereich. Na, was werdet ihr noch erscheinen im Einfluss? Oh, au! Ich habe gerade noch an die Wände geguckt und dachte, oh, hier sind so Öffnungen drin. Wow. Ist schon wieder hart genagelt worden. Schon wieder hier. Schon wieder hier? Das war das erste Mal, dass wir so einen Fehlversuch hatten. Wie ist sowas möglich? Okay, das ist eine Tafel. Oder das ist ein Fernseher. Oh, guck mal, da sehen wir unseren Tod. Vielleicht damit wir nicht vergessen, wie wir gestorben sind. Das waren die Wandstacheln, okay. Oh, da auch nochmal. Doppelt haben sie uns fotografiert. Voll nett von euch. Gut, gehen wir weiter. Achten wir also auf Fallen. Okay, wieder das. Kann ich durchrollen? Springen kann ich nicht. Vielleicht mit Sprint rutschen oder so? Nee. Wie komme ich am besten, am schnellsten durch? Was ist da gerade passiert? Ich wollte noch so rutschen. Aber so rutschen. Das war doch gerade, oder? Ja. Aber wie sind hier schon viel? Die Bilder sind immer doppelt. Versuchen wir so durchzugehen? Die Stacheln kommen doch so schnell raus, das kann ich doch nicht ausweichen. Ich kann auch nicht an der Wand rumlaufen, oder? Haken irgendwo? Auch nicht. Aha. Das hat geklappt. Was in Gotham vor sich geht. Der Allerschätzer entweder. Oh. Ich gucke hier schon auf jede Kante, ey. Ah. Wow. Die können klettern. Einer der Talents. Und nochmal sowas. Oh, Schreddermaschine. Diese Sachen gefällt dem Rad doch, oder? Ach, nur kann ich nur einmal getroffen werden? Aber so ein Zeug gefällt dem Rad. Da musste sich ja auch Red Hood mal durch so eine Anlage durchschnetzeln. Verdammt! Nein, nicht schon wieder. Er hat eine lange Episode. Wenn man den ganzen Weg immer nochmal machen muss. Ah, da war ich nicht schnell genug. Und täglich grüßt das Fledermaustier. Oh. Berühmter Film. Okay. Wie lange bin ich schon hier? Oh, 20 Jahre. Hey, was? Ich bin doch... Ich bin gesprungen. Ich habe genug von diesem Raum. Verdammt, wie machen die das? Ja, man kann einfach geduckt bleiben. Ist ja witzig. Du musst doch nicht mal ausweichen. Du kannst einfach geduckt bleiben, ey. Wegen den ganzen komischen, unscharfen Zeugs kannst du hier echt nicht gut sehen. Ich denke mal, das soll auch so sein.
Ah, siehste? Das Blöde ist auch noch, die unteren drehen sich anders als die mittleren Sensen. Vielleicht kann ich da auch geduckt rumlaufen, dann muss ich nur auf eine... dann muss ich nicht auf die mittleren Messer gucken. Wenn ich geduckt gehe, muss ich dann nur auf die unteren schauen. Ich weiß nur nicht, ob Batgirl sich schnell genug bewegen kann, wenn ich geduckt gehe. Aber die mittleren Messer, weil die sich andersrum drehen, das ist halt echt lästig, seht ihr? Ja, das sieht doch schon besser aus. Dann komme ich nämlich bei den Messern einfach durch. Immer geduckt bleiben. Einfach immer geduckt bleiben. Nicht mehr aufstehen. Springen können wir sowieso nicht. Ist hier eine Sackgasse? Verdammt! Toll. Man konnte doch nichts anderes machen, als gerade auslatschen. Ah ne, bei den Messern gab es noch einen anderen Weg. So ein Scheiß, hab ich die falsche Seite genommen. Hä? Nee. Da ist ein Flammenwerfer. Okay. Ich gehe mal schnell hier durch, weil da ist gerade aus. Dann da lang. Dann hier lang. Hier. Okay, immer dahin gehen, wo kein Feuer an ist. Lassen wir uns jetzt hier nicht nochmal wegbraten. Na, kommen wir nochmal in eine Sackgasse? Ich wollte nicht leben, ich musste an was Hoffnung schloss. Warum dachte ich, du könntest mehr als eine Schande sein? Okay. Scheint ein neuer Checkpoint zu sein. Ich geh mal links rum. Oh, guck mal. Ich sehe Gespenster. Das waren wir selbst. Der Glockenturm? Oh mein Gott. Alfred. Alfred. Nein. War nicht echt. Ich gehe wieder links rum. Hey, das Bett sein. Wow. Cool. Mit der Maske auf. Altes Büro. Okay. Eine neue Möchtegern-Heldin in Gotham nennt sich Batgirl. Die verursacht nur mehr Papierkram, sag ich. Wenn er wüsste. Bats Stimme. Batgirl macht mehr Probleme, als sie löst. Sie ist die schlechteste Heldin, die es in der Stadt je gab. Dad, hast du das echt gedacht? Es gibt mehr Verbrechen als je zuvor. So viel verkrafte ich nicht. Und plötzlich ist Batgirl weg, hat Gotham im Stich gelassen. Das stimmt nicht. Ich habe noch gearbeitet als Oracle. Ich wünschte, ich könnte mit Barbara darüber sprechen. Oh, wo bist du, wenn ich dich brauche, Babs? Dad, ich bin hier. Ich bin ziemlich sicher, dein Vater hat nicht so über dich gedacht. Was ist über dich? Über Batgirl. Der wusste ja nicht, dass du das bist, aber... Ja, sie hat als Batgirl gearbeitet, dann wurde sie von Joker angeschossen, dann war sie so lange im Rollstuhl, aber war halt Oracle. Sie war die Frau im Stuhl. Würde man bei Spider-Man sagen. 10-13, verletzter Polizist! Es ist Gordon! Schusswunde! Ruf den Rettungsdienst! Verdammt! Oh mein Gott, Dad. Ich komme zu spät! Ich kann nicht! Das sind immer noch ihre Vorwürfe, die sie sich selber macht, dass sie ihren Vater nicht retten konnte. Aber Montoya war da. Ich muss sofort hier weg. Hey, das Batman. Was war das? Vergessen wir nicht, ich hätte wissen, dass das
Immer links rum scheint aber ganz okay zu sein. Ui. Hey, bleib mal stehen, Tür. Dankeschön. Oh. Ja, da, lass noch länger mit Türen öffnen warten. Wie können wir das in Frischluft gebrauchen? Cool. Ein Eulenkopf. Aber wir sehen wieder klar, oder? Sieht nice aus. Bei so einem großen Eulenkopf muss ich an das Flugschiff denken von Watchmen, was die Nachteule da hatte. Okay, hier kann man irgendwas machen. Die Plattform bewirken etwas. Gut, das hat etwas bewirkt. Alles klar. Ah, die haben gleich ähnliche Symbole. Oh, ich höre, das sind Zeitklicker. Den hier, glaube ich, auch noch schnell machen. Das ist falsch, oder? Das war nichts. Ja. Ich bin gerade hier reingekommen. Ich muss erst mal gucken. Scheiße, scheiße, scheiße! Was passiert, wenn falsch ist? Oder kommt Talents? Okay. One-hit dich einfach. So, schauen wir uns mal die Symbole genauer an, jetzt wo ich ein bisschen Zeit habe. Das ist auf jeden Fall das gleiche Symbol wie da oben. Das ist gleich. Aber guck mal, hier drin im Maul ist auch nochmal ein Symbol. Das sieht so aus. Ist das das auch? Ja, oder? Nee, eigentlich nicht. Was haben wir hier? So, also nochmal ein anderes. Hier ist keins. Da oben ist dann das, was da gehört. Was ist, wo haben wir denn noch mehr? Nirgends? Da halt noch, da. Aber das sieht ganz anders aus. Ändert die sich dann noch später? Also hier und dann das da oben war ja richtig. Das hier. Und dann dahin, das war, hat er was bewirkt. So, dass sich das jetzt nämlich öffnet. Jetzt muss man gucken, was ist da jetzt. Hier in der Mitte ist jetzt gar kein Zeichen. Ah, guck mal, das muss dahin. Nee, das ist falsch. Ich muss dann wieder hier hin. Ah. Kommen keine Gegner? Jetzt ist hier dieses Zeichen, aber das ist jetzt gelb. Jetzt ist das gelb. Ah, jetzt ist da das Fliegengeding drin, habe ich gesehen. Das ist hier. So. Jetzt wieder das Zeichen. Das ist dann das hier wieder. Und jetzt das da oben. So. Aha, hat geklappt. Okay, wieder der dann. Aber der sieht jetzt anders aus. Ich habe doch eigentlich noch Talents besiegt. Ich müsste doch eigentlich die Schwungfertigkeit gelernt haben jetzt. Oder? Hier? Ach ne, Wildet. Das waren aber wahrscheinlich keine wilden Talents. Ich brauche nur einen. Einen noch. Die Luft ist hier so viel klarer. Sie müssen mich die ganze Zeit begast haben. Begast? Sagt man das so? Ah, das führt beides hierher. Jetzt, guck mal, wie sich das alles bewegt. Jetzt sehen wir, wie das hier richtig funktioniert. Die verschieben einfach immer so die Wände und lassen hier so die Dinger erscheinen. Nur
dass das vorher halt so gruselig aussah. Und da habe ich jetzt die Schwungfertigkeit raus, also gefunden. Boden, der Bodenklatscher ist aufgetaucht, oder? Das müsste dieser Bodenschlag sein. Ja, jetzt muss ich hier noch die Assassinen und hier noch ein Nest ausräumen. Ausrüstung, Fertigkeiten, Schwungfertigkeiten. Da kam gerade... Ja, hier, der Bodendings habe ich jetzt. Batgirl schlägt zweimal mit ihrem Tonfa auf den Boden. Das erzeugt eine kreisförmige Schadenswelle, die Gegner in der Nähe zurückwirft und zum Stolpern bringt. Nice. Okay, die sehen anders aus, die Figuren. Nächste Arena. Oh ja. Ja, die kommen wieder aus den Löchern. Kommt mal zusammen, kommt mal zusammen. Habe ich halt keine genug Schwung. Hey, lass das mal. Wieder vergiftet der eine. Oh, komm noch mehr. Sauber. Besiege die Talents. 36.000 Zeugs. Okay. Dieser Ort ist unendlich. Mhm. Aber ich kann den Bereich nicht scannen. Mein AR-Scanner ist hier nicht aktiv. Wow. Uh-oh. Wow, Schild und sowas dabei. Und Streitkolben. Batgirl, der Rat der Eulen verurteilt dich zum Tode. Ich habe nichts gemacht. Hatte nur ein Bier. Lockt aber echt mehr als andere Charaktere. Wow, wow, wow. Kombo! Kombo des Todes! Beste Nahkämpferin im Spiel. Schöner Tritt. Watch your back. Au. Bin mir ziemlich sicher, das hat gezwickt. Hoffentlich ist das wirklich ein Ausweg. Vielleicht. Ah, mit Haken. Nice. Guck mal diesen Abgrund an, ey. So haben sie also die Räume umgestellt. Alles bewegliche Wände, guck dir das an. Wie bei The Cube, der Film. Aber in welchem Gebäude sind wir, dass die hier so viel Platz haben? Oh, ich kann meinen Scanner wieder nutzen. Da ist das Ding. Okay. Alles nur um Leute. Die haben so viel für diesen Ort ausgegeben, nur um Leute zu terrorisieren? Mhm.
Vielleicht finde ich raus, was sie wirklich vorhaben. Aber vielleicht kommen die so an wichtige Informationen, die sie von Leuten haben wollen. Wenn sie die unter Drogen setzen und dann hier reinstopfen. Was meinst du damit? Das ist unmöglich. Oh, hallo. Sieh in den Schatten nach. Mach dich Bleibe unentdeckt. Okay. Das war's. Bin ich da unentdeckt. Ah! Bullet. Steh nicht weg. Gegner besiegen kann ich. Okay, wir müssen weiter in die Richtung. Oder bin ich hier... Bin ich von da gekommen? Ne, ich bin von da gekommen. Raummontagesteuerung. Kann ich hier was bewegen? Vielleicht hilft das. Hilft was? Das Rad da? Vielleicht. Was für alte Technik, dass man an so einem Rad drehen muss. Das klappt. Jetzt muss ich nur noch darüber... Super. Halte ich nicht fest. Wo stehe ich jetzt? Da. Das da sieht explosiv aus. Aha, das ja sieht auch gut aus. Okay. Ah, ich soll den scannen. Soll ich das Ding sprengen, ey? Mist. An den Tanks komme ich nicht vorbei. Aber vielleicht treffe ich die Ventile. Ja, die dahinter, ne? Auf welcher Seite steht die Dinger? Da. Es geht in die richtige Richtung. Das hat Boom gemacht. Ui, wir gehen in den Abgrund. Sanfte Landung und jetzt sind wir schon wieder in so einer Ausgrabungsstätte, oder was? Scheiße, ist das kalt. Wow, scheiße, ist das kalt. Eisstrahlen. Ist das Kühlwasser? Ich bin im Kreis gelaufen. Da oben jetzt hin. Aha. Nochmal da lang. Er scheint hier das Sagen zu haben. Den kenne ich gar nicht. Er kann mir sagen, was sie hier tun. Verhöre den Chefchirurgen. Hilft er mit bei der Talentherstellung? Durch die Hölle gegangen. Also frage ich nur einmal. Was ist das hier? Hier bereiten wir Freiwillige für das Projekt Polaris vor. Es ist ein Zerneneinsatz. Freiwillige? Tote können sich doch nicht freiwillig melden. Anfangs sind sie ja nicht tot. Die Neuen opfern sich dann aber für die Sache. Danke. Schlaf gut. Okay. Öffne das Tor. Gott, das ist sowas wie eine Talentfabrik. Mit einer so großen Armee könnten sie Gotham City erobern. Aber guck mal, wie sie die noch aufpumpen, was die an Muskelmasse noch dazu kriegen. Und guck mal, wie die Knie aufgeschnitten wurden. Okay. Wow, das wird viel. Und dann schickt die Liga auch noch ihre Assassinen und dann gebricht in der Stadt richtig der Kampf aus. Das
Projekt Polaris. Die Metamorphose des Subjekts muss sofort nach dem Tod beginnen. Führen Sie einen Herzstillstand herbei und injizieren Sie dann sofort das Serum direkt ins Herz, bevor die Inaktivität vollständig nachlässt. Die Versuchspersonen können auf unbestimmte Zeit scheintot bleiben, solange die Innentemperatur konstant bleibt. Leider sind sie einem großen Risiko ausgesetzt, zu erfrieren, sodass die Temperatur jederzeit überwacht und aufrechterhalten werden muss. Alles klar. Da meldet man sich doch gerne freiwillig für sowas. Guckt ihr das hier an, ey. Alles Särge. Und noch mehr Leichen. Ich kann mich nicht bewegen. Okay, wir fahren einfach raus. Wow, was eine Fabrik! Wir kriegen um die Rampart Gothams für die zweite Nacht. Unsere Fans erwarten eine größere Zahl als je zuvor. Sie sind unsere beste Hoffnung, um jene aufzuhalten, die Gotham an sich reißen und unser Erbe zu stillen meint. Der Rat der Eulen dankt euch für eure Opfer und eure Gehirn. Alles klar. Wenn er meint. Soll die Leute hier alle entfernen. Nur noch die beiden? Okay, fertig. Ich kann sie aufhalten, indem ich das Kühlsystem überlaste. Ja. Mit dieser Steuerung könnte es klappen. Dann würden ja alle sterben. Also ganz, ganz sterben. Allmählich hab ich die Schnauze voll von euch. Oh, kommt schon wieder welche. Da geht. Bäm, Junge. Na, was wollt ihr jetzt noch sagen? Setzt ihr die Krühe Dingsbums fort? Wo ist die zweite Steuerung da? Wir haben einfach immer mehr. Wieder drei. Hey, der lebt noch. Klatsch. Umgehe die Ausfallsicherung. Ich glaube, jetzt müssen wir... Nee. Besiege die Gladiator-Talents und führe Perfekte aus Ausweichen aus. Das sind zwei von denen. Kann ich mal seine blöde Kombo durchbrechen hier? Ja. Entkomme aus dem Gebiet. Haben wir einen Ausgang irgendwo? Ah, okay. Einige haben es noch aus den Särgen geschafft, ohne dass sie gestorben sind. Nee, sie sterben jetzt. Ich glaube, Mr. Freeze hat hier drin seinen Spaß gehabt. Jetzt sollten wir aber wirklich abhauen. Das sind zu viele Gladiatoren. Ich glaube, die kennen einen Ausgang da oben.
Das sah episch aus. Nice. Ganz schön was los gewesen in der Mission, ey. Gefällt mir. Einige laufen jetzt frei durch die Stadt, ne? Mhm. Ja. Jetzt haben wir viele auf die Stadt losgelassen. Das war echt knapp. Batgirl, sind Sie da? Der Batcomputer empfängt Ihr Signal wieder. Hören Sie mich? Ja. Laut und deutlich, Glockenturm. Schön von dir zu hören. Gott sei Dank. Geht es Ihnen gut? Geht so. Ich bin draußen. Mir geht's viel besser. Kommen Sie so bald wie möglich zum Glockenturm. Okay, gut, Leute, da haben wir die Mission gefertigt und jetzt wird wahrscheinlich in der Stadt so viel los sein, dass man da nicht nur die normalen Verbrechen jetzt findet, sondern noch wieder eine weitere Fraktion, nämlich die Talents, die hier rumlaufen. Aber storytechnisch müssen wir erstmal wieder zurück zum Glockenturm. Und damit geht es in der nächsten Episode weiter. Aber eine coole Folge heute, war echt viel los, hat mir gefallen, hat Spaß gemacht. Aber ich hoffe, euch hat es auch gefallen, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da und dann bis zur nächsten Folge von Gotham Knights. Macht's gut, bis dann, ciao, ciao.